wohin wir immer wieder beruflich hier hin müssen und auch kommen. Ich hasse Berlin. Jetzt fahren wir erstmal noch jemanden abholen und dann fahren wir dann gemeinsam zum Dentaltermin. Und jetzt lässt sie sich auch die Rippe nachstechen und da ganz war sie ja beim letzten Mal einfach Knockout. Morgen, Freunde. Ich suche gerade ein paar Söckle, aber ich finde keine passenden. Oh, Sekunde. Was soll denn das jetzt hier? Hier steht eindeutig zu viel Wäsche rum. Ich suche lange, aber keine von Kobe. Darf ich nicht mehr. Ich ziehe immer seine Socken an und der Arme hat dann nie Socken, obwohl ich genug eigene habe. Das kann doch nicht wahr sein. Naja, egal. Für, oh, die könnten... Nee, ich glaube, die sind von Timo. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, das passt. So, für uns geht's jetzt nach Berlin, Freunde. Bin gerade schon fleißig Sachen am Packen. Hier sieht's wieder aus. Die schwierigste Frage, die man sich stellt, wird dieses bisschen für zwei Zugfahrten reichen? I doubt it. Aber schauen wir mal. So, wir packen jetzt mal richtig zu Ende. Und dann geht's los. Ja, guten Morgen, meine kleine Knödelmaus. Oh, der hat keinen Bock auf meine gute Laune gerade. Du bist noch müde, ne? Das ist mir egal. Aber ich will Knutschi und Kutschi. Das Allergeilste ist aber ja natürlich wirklich die Tatsache, dass ich gestern einfach spontan nochmal einen Kuchen gebacken habe und wir den jetzt mitnehmen können auf die Fahrt. Wie geil ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das muss eine gerade Zahl sein, sonst hat einer eins weniger. 10. Los geht's, Freunde, auf ein neues. Juli ist hyped, obwohl er nicht mitkommt. Freunde, wer kennt diesen Aufzug? Ich glaube, wir alle, ne? Und ciao! Yeah! Guten Morgen. Was geht ab? Hallo. Angekommen am Bahnhof. Jetzt sind wir mal wieder mit der Deutschen Bahn unterwegs. Mal schauen, ob sie pünktlich kommt. Aber wie immer zuerst zu Rewe. Ein paar Snacks und Getränke holen. Wir sitzen, Freunde. Zwei Sandwiches. Aber das ist zu wenig, wirklich. Wir sind nicht 12 Stunden. Ich habe doch auch noch Kuchen dabei. Oh, okay, dann ist alles. Love you. Kann mir einer verraten, Leute, warum Veggie-Rollen so riesig sind? Guck mal, das ist ja für mich so eine... 9:30 morgens in Deutschland. Kobi isst erstmal Sushi. Aber ich auch, schmeckt lecker. Erreicht in Berlin. Auch wenn wir immer wieder beruflich hier hin müssen und auch kommen, ich hasse Berlin. Das kannst du nicht. Keine Ahnung wieso, aber ist so. Doch, kann ich reinschneiden. Doch, ist so. Ist einfach, keine Ahnung, ist nicht meine Stadt. Ey. Also, keine Lehre dafür. Nix, aber die Stadt ist halt blöd. Reift. Ich dachte mir, wir zeigen euch mal flott unser Zimmer. Klein, aber fein. Richtig, richtig süß. Das Bett sieht sehr bequem aus. Toll, ich liebe ja es, in Hotelbetten zu schlafen. Es gibt nichts Schöneres. Dann haben wir hier ein Eingangsbereich. C. Hallo. Und ein wunderschönes, wirklich wunderschönes Badezimmer. Hallo, Herr Mahoney. Hallo. Das ist echt riesig und sehr hübsch. Da gehe ich jetzt gleich mal... Ach krass, Bluetooth-Speaker. Oh mein Gott, das ist so ein krasser, cooler Spiegel, der so heizt, damit der Spiegel nicht beschlägt. Oha, und der kann Musik abspielen. Ja, oh mein Gott, sowas wollte ich früher immer haben bei uns im Badezimmer. Oh, es ist ja dunkel, sorry. Stell dir mal vor, wie hoch die Heizkosten für einen Spiegel werden in unserer Größe. Oh mein Gott, ja. Aber das ist schon cool, da machst du das quasi so an und wenn du duschen bist, dann beschlägt der Spiegel nicht. Das ist cool. Ja, das werden wir gleich mal benutzen. Toll. Ist er da? Ist er da? Nein, er ist noch nicht da. Freunde, wir schenken an Uber. That's our outfit, guys. Yeah. Fresh. Ihr könnt ja mal sagen, ist das wie? Classy, chic. Classic, casual, chic. Sind das nicht drei Outfits in einem? Classic, casual, ja, so chic. Hat sich's nämlich auch erst angehört. Aber die Inspo auf Pinterest besagt dies. Okay. Da kann man seine Haarstärke testen lassen. Frau Mahoney überlegt, das mal zu machen. Ich damit wir eigentlich gar nicht wissen. Also. Damit wir vielleicht mal herausfinden, was mit deinen Haaren los ist.
Du findest nicht raus, was damit los ist. Du findest nur damit raus, ob sie gut oder sind. Kopf komplett überstrecken und locker hängen lassen. Und die Arme so 30 bis 60 Sekunden ausflügeln. Was ist das, was du hier tust? Das soll den Nacken entspannen. Ja, entspann du mal. Guten Morgen, Freunde. Es ist sehr früh. Wir haben noch dunkel. Es ist unglaublich useliges Wetter. Aber wir machen es auf dem Weg zum Bahnhof 2 Stunden früher, als wir eigentlich gedacht hätten. Nur weil unsere... Weil wir raus aus Berlin wollen. Wir raus aus Berlin, ja. Wirklich, ich mag Berlin einfach nicht. Aber das war ein Spaß gestern. So schön ist Berlin. Das war ein Spaß? Nee, es ist natürlich nicht schlimm. Ich liebe einfach Köln. Berlin ist so... Oh, es ist groß und laut und ich weiß nicht. Ich fühle mich einfach... Ich bin immer gerne hier, so für die Arbeit, aber ich bin auch immer wieder froh, wenn wir weg sind. Nee, aber wir sind jetzt 2 Stunden früher unterwegs, weil die Bahn, mit der wir eigentlich fahren wollten, die hatte keinen Sitzplatz mehr frei und das war uns irgendwie zu risky, dass wir da nichts mehr kriegen, weil wir haben nämlich ein Flex-Ticket und das eigentliche gebuchte Ticket wäre irgendwie für 14 Uhr, aber wir wollten jetzt um 9 Uhr fahren, aber jetzt haben wir halt 7. Machst du nix. Ey, haben wir ein paar Snacks? Ja. Ich hab mir einfach ganz frisch Käse gekauft. Es geht los, Freunde. Wir sitzen hier in einem eigenen kleinen Ding. Das ist sehr entspannt. Nicht alleine, aber für zweite Klasse trotzdem sehr entspannt. Das ist echt mal spannend, oder? Zweite Klasse. Gibt das in jedem ICE? Nee, ne? Weiß ich nicht. Weil da muss man immer darauf geiern. Ja, wir wollten sie erst nicht buchen, wegen 3 Sitzen. Ja. Crazy. We are back in Köln, Freunde. Wir haben es geschafft. Mein Hintern tut weh. Wir sitzen im Auto, aber jetzt geht's nicht nach Hause. Jetzt geht's direkt zum nächsten Termin, worauf wir zwei uns sehr freuen. Jetzt fahren wir erstmal noch jemanden abholen, beziehungsweise erstmal kurz zu jemandem hin, um da zu chillen, weil wir nämlich ein bisschen früh dran sind. Und dann fahren wir dann gemeinsam zum Termin. Hallo. Bei wem sind wir wohl? Oh, wir waren lange nicht hier. Bei Hans Wiki. Ja, richtig. Hallo? Jemand da? Hallo. Hallo. Wie geht's Ihnen? Super. Sehr gut. Ja, ich bin auch mal gespannt. Angekommen. Angekommen. Im wunderschönen Koblenz, Freunde. Kobi sieht aus wie so ein Tourist. Ja, und jetzt gehen wir uns mal ein paar neue Tattoos machen, Freunde. Ach, guck mal, mein Nagel ist gerade abgegangen. Also die Farbe. Schade. Freunde, wir sind angekommen. Hallöchen. Wie geht's direkt los? Sag einmal nur für den Vlog noch Hallo. 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 Hi. Ja, wir haben ausgewählt. Es geht sofort los, voll rein. Ich fange an, damit ich nicht nervös werde, wenn ich die Nadeln bei der anderen. Wie jedes Mal, wenn wir zusammen Tattoos machen. Du fängst immer an. Damit ich nicht wegrenne. Rennen abgeschlossen. Jetzt geht's los. Immer wieder aufgeregt, aber ich denke mir immer so, oh, schlimmer als die Rippe wird's nicht. Das stimmt, also die Rippe war schon hart, also, aber auch da hast du dich gut geschlagen. Ja. Ich muss kurz gucken. Das Stelle war schon auch eklig. Sehr gut. Ja. Oh, das ist aber geil schattiert. Das ist ganz gut gemacht. Ach geil. Was? Wir waren gerade so im Talk vertieft, dass Frau Mahoney gar nicht gemerkt hat, dass sie schon fertig ist. Ich sitze so. Ja, wir sind ready. Freunde, es ist unglaublich. Also Frau Mahoney hat sich hier das nachstechen lassen. Und jetzt lässt sie sich auch die Rippe nachstechen. Und da war sie ja beim letzten Mal einfach Knockout. Ja, aber ich muss sagen, ich mache es nur, weil ich wirklich ihm so sehr vertraue. Weil ich gerade gesehen habe, also guckt ihr bitte die anderen Tattoos an, wie krass sieht das aus. Und ja, ich bin sehr aufgeregt, kann nicht mehr mitschütteln. Das wird super. Ja. Du schaffst das, Babe. Chill. Bist du bereit? Ich bin bereit. Oh Gott. Und Knockout. Ja. Wow, nicht ohnmächtig geworden. Woo, schlag ein, Babe. Yay. Siehste, war eine gute Entscheidung. Ja. Ja, hallo. Ja, das war wirklich eine gute Entscheidung. Komm, hast du gut gemacht, Schatzi. Wir sind alle sehr stolz auf dich. Ja, jetzt ist Kobi dran. Er kriegt ein neues Tattoo auf seinen Oberschenkel. Seine Oberschenkel sind einfach so groß, dass das Tattoo einfach so riesig wird. Und hier habe ich letztens random in der Dusche mich einfach so rasiert. Ich hab einfach den Rasierer in der Hand gehabt und hab so, ich so. Du bist so random. Das war so kurz, so vor 4 Tagen oder so, weil ich so dachte, ja, hier wird ja bald auch rasiert wegen dem Tattoo. Du bist so random. Diese Stelle. Ja, manchmal bin ich sehr random. Guck, hier ist so ein Kreis. Mein ADHS-Gehirn. Auch schon wieder so eine Stelle, je nachdem, wie du dich jetzt bewegst. Ist es nicht
Rüge, Rüge für diese Frau. Ich bin fertig mit Tätowieren und sie hat nicht gevloggt, Freunde. Nice. Aber nein, machen wir eh nicht. Das ist super hässlich in dem Vlog. Weißt du ganz genau. Ja. Ja, beschäftigt. Mit deiner Schönheit. Ah, okay, danke, perfekt. Aber, Freunde, ich bin so unglaublich happy. Es ist wirklich richtig crazy. Ich kann euch von 3 Tattoos, die ich gemacht habe, 2 zeigen. Perfekt. Wir müssen es morgen zeigen, weil das eine oder andere schon etwas blutig ist. Wir wollen jetzt die Folie nicht mehr abmachen. Aber wir zeigen es morgen. Boah, das sieht so gut aus. Wow. Wow, wow, wow. Jetzt ist Ciclena dran. Ja. Jeder wundert sich so, what the fuck ist. An den Knien jetzt. Respekt, respekt. Tief durchatmen, Babe. Sie ist so angespannt und aufgeregt, ne? Nutze ich doch mal ganz flott die Zeit und erkläre euch mal ganz kurz die Bedeutung meiner Tattoos. Wir sind ja jetzt von der Methode bei Versuch 4. Und so wie es aussieht, jetzt auch beim 4. Versuch, wir mit der Frauenärztin jetzt gemeinsam festgestellt haben, dass das Medikament nicht so gut angeschlagen hat. Oh Gott, ich bin geflasht.